Freilich. Reino. Ich bin wieder Full Life. Was steckst du denn? Ich bin wieder Full Life. Was bist du? Kein Full Life. Und auch kein hier. So. Warum rennst du weg? Verstehe ich nicht. Mach doch ein bisschen viel Schaden. Endlich. Ja, vergiss es. Ich kann ihren Gestank riechen. Oh, kommst du ein mir? Es ist Zeit zu jagen. Nix da. Kein Kill für dich. Dies endet jetzt. Das war gut, oder? Was meinst du? Wie fandst du den gerade? So. Hat ich halt meinen Turm gekillt, nicht ich. So, Ping ist mittlerweile 668. Okay. Warum auch nicht, ne? Irgendwer muss ja. Auch gar nicht übertrieben oder so, nö. Nö, passt schon. Wie viel Leben hast du schon? 2,5? Was hast du? Du hast... Ah, du hast das Item, das ist klar. Deine Konfis sehen mit jedem Vier aber auch gleich aus. Ja. Willst du jetzt einfach ein 1 vs 1 machen, oder was? Glaube ich aber nicht, Tim. Wird nichts mehr, sorry, ich bin leid. Und was meinst du, wer ist gefeedet, du oder ich? Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Du hast halt mehr Minions gekillt. Aber nicht vergessen, was wir gesagt hatten. Tanky über 3000 kommen. Ja, über 3000 mindestens. Ist auf jeden Fall drin. Kein Problem. Das ist schon auf Siegbedingungen. Komm schon! Oh, was meine Wehe denn so lange? Was dein Wehe? Du hast aber voll geil meine Ulti gerade gedodged, ey. Das ging echt nicht. Wer eine Wehe, die hat noch 2 Sekunden gebraucht. Die hat noch 2 Sekunden gebraucht, wäre meine... Wäre meine B wieder schnell da gewesen. Du hast einen Teppich voller jetzt auf der Base. Ja, gefällt mir. steht in der Base ganz gut. Wirklich, meine B hat noch 2 Sekunden gebraucht. Hätte ich die noch gezündet, dann... Tja, so ist das Leben manchmal. Hart, aber keine W. So, ich bin bei 2,84. Und du? Ah, ich bin jetzt wieder nicht ganz so hoch. Da
dadurch, dass mir der Feed fehlt. Ja. Ich bin jetzt bei 2-4 mit einem Feed. Ich gehe mir Boring halt jetzt mega ab, ne? Kannst du nicht anders sagen. Ja. Nee, ich denke mal, das Ding hier ist auch gelaufen. Na, noch ist nicht aller Tage Abend. Du bist halt das Problem bei Sugar, dass du hast es gerade wieder durch dein Minion-Problem da. Nicht mehr ganz, nicht mehr ganz so viel Farben. Und ich komme gerade auch nicht ran, wirklich. Moment, geht was? Ja, Alter, geht jetzt in die Tower ab hier. Komm ruhig her, komm ruhig her, komm ruhig her. Es ist Zeit zu jagen. Das Problem ist halt, dass es dir wirklich absolut nicht bringt, mich irgendwie anzuhalten oder so. Weil ich mich sofort wieder aufheile. Ja, das ist halt eben bei Sugar nicht ganz so der Fall. Der hielt sich ja zwar auch sehr selber schon, aber... Alter, ich tue hier gerade trainieren. Würdest du mich mal mit dir entlassen? Jetzt nicht. Aua. Du glaubst dein Brand bringt irgendwas bei dir, bei der Masse an Hitpoints oder was? Ich halte mich an dir auf, einfach. Schön ist ja, sobald dein Inhibitor da ist, werde ich ihn töten und wenn du ihn retten willst, musst du dabei rauskommen. Ist richtig. Hast du gerade an mir rumgeknabbert oder an mir? Wenn es an mir war, war das ziemlich schwach. Nee, es war an einem Minion eigentlich. Hui. Da du ja eh gerade nicht zu deinen Healpots kannst, nehme ich mir die mal, gell? So sozial ich bin. Und immer war. Ja. Ruhig. Tja, das hat ich gerade ein bisschen was gekostet. Alles noch im Bereich des Möglichen. Also wenn du gegen mich 1 gegen 1 gehst, ohne die Tower hast du sofort verloren. Ja, gleich ist er wieder da, dein Inhibitor. Ich fahr mir schön noch in der Zeit. So viel Schaden machst du ja nicht. Du suchst dich da gerade schön auf hier hin, so. Wieder down. Jetzt hätten wir noch die Minions dabei. Ja, es wird nicht leicht für dich, auf jeden Fall nicht. Nö. Das Problem ist halt, ich kann auch nicht einkaufen gehen. Ja, weil du dich töten lässt. Das ist deine eigene Schuld, merkst du? Ich
Keine Angst, die übernehmen das. So, jetzt hast du meine. Also was war das jetzt? Das war mein Schwert, damit ziehe ich dir 15% deines maximalen Lebens ab. Ich hab einfach drauf gemacht auf dich. Das hätte ich sogar, das hätte ich sogar im Tower machen können. Das war jetzt gerade so gut einfach. Aber ich darf, ich kann auch noch nicht gewinnen. Aber jetzt habe ich 3k, das heißt, jetzt kann ich gewinnen. Das heißt, wenn die Minions das machen, dann ist alles okay. Aber vielleicht überlebst du es. Ja, du kommst rechtzeitig noch mal rein, damit du es aufhalten kannst. Na, das hoffe ich doch. Komm, wie du die Große aber aufgefressen hast. Aber hast du mal gesehen, wie viel Leben die eigentlich haben? Die haben übelst krasse Leben, die Viecher. Und die machen auch Damage. Die machen auch ordentlich Schaden. Die Großen 270 machen Schaden. Das 270, da machen sie mehr als ich. Ich mache nur 250. Ja. Minions machen mehr Schaden als ich, oh mein Gott. Dies endet jetzt. Das ist echt krass. Siehst du ja manchmal, wenn ADCs versuchen sich mit den Typen Dingern zu prügeln, 5 Hits und die sind tot. Aber dein Farm ist mittlerweile besser, das ist gut. Bringt dir bloß nichts mehr. Hat der jetzt einiges Armes. Naja, das war's nicht. Wieder mal meine W. Etwas zu spät wieder da gewesen. Darf ich auch töten? Hier, Nexus down. Woo! Tja, das war's dann auch für die dritte Runde, meine lieben Freunde. Der Wolke hat es leider nicht geschafft. Wir sind mit Warwick da durchgeprescht. Shogun hatte halt einfach den Nachteil, dass wir halt viel zu schnell wieder aufgehielt haben die ganze Zeit. Und im Endgame war es dann halt so, sobald die Türme weg waren, konnte Shogun einfach nichts mehr ausrichten, weil Shogun halt ein bisschen defensiver spielt. Aber an sich hat er sich gut geschlagen. Vor allem war das Game verdammt lange ausgeglichen. 2-1 für mich. Ja. Der heulende Abgrund. Jo. Eine bodenlose Gletscherspalte, umgeben von einer uralten Festung, die in den Gletscher gehauen wurde. Der sagt gerade was, übelst geil. Niemand erinnert sich, wer diesen Ort erschaffen hat. Niemand kennt seinen Zweck. Das Spiel erzählt mir gerade die Geschichte der Schlucht. Niemand, außer mir. Lange vor Ash und Sejuani, bevor Magie die zerbrochenen Gipfel zertrümmerte, bevor die Wüste Shurima verschlang. Dies war die Zeit der drei Schwestern. Wir waren so jung damals. Avarosa, Cyrilda und ich, die Sun. Damals lebten die gefrorenen Wächter hier. Ich weiß nicht, woher sie kamen. Aber ich weiß, dass sie mächtig waren. Sie machten uns Geschenke, ließen uns an ihrer Magie teilhaben, machten uns unsterblich. Sie nannten uns Eisgeborene. Im Gegenzug gaben wir ihnen alles, wonach ihnen beliebte. Diese mächtige Festung, ein ausgedehntes Imperium, unsere Loyalität. Es war ein geringer Preis. Avarosa sah dies nicht so. Wie ein verzogenes Kind verlangte sie nach Freiheit. Sie verlangte nach einer Wahl. Sie pflanzte den Samen der Rebellion und des Verrats. An diesem Ort geschah es. Auf der einen Seite die gefrorenen Wächter. Auf der anderen Seite Avarosa und ihre eisgeborenen Horde. Viele Eisgeborene starben an diesem Tag. Doch am Ende fielen die Wächter. Avarosa trieb sie heulend in den Abgrund. Ich habe ihr nie vergeben.
Ich hatte meine Rache. Doch das ist eine andere Geschichte. Das war die Geschichte der heulenden Schlucht. Mega gut. Wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Wow, war echt cool. Also wer von euch nicht wusste, dass es die gibt, weil ihr mal so schnell rausjoint, das war die Geschichte der heulenden Schlucht. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Ciao.